Hallöchen zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ja, die schauen immer so schön in die Kamera beim Anfang. Wir sind jetzt hier zurück tatsächlich im Lager hier bei Nate, haben Wilbur gefunden. Das ist natürlich sehr schön und können uns jetzt hier umschauen in diesem großen Zelt, von dem wir ausgehen, dass es zum Häuptling gehört. Wir gucken mal. Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Überhaupt hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Tja, siehst du mal, so kann man sich täuschen. Okay, ich dachte, wir können jetzt hier vielleicht irgendwie was einpacken, können wir aber offensichtlich nicht. Gut, er hat uns ja in der letzten Folge gesagt, dass hier sei irgend so ein Bannzauber, ein Bannkreis, genau. Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack lasse ich lieber die Finger. Darum soll sich der Herr Diplom-Magier kümmern. Okay, deswegen nehme ich mal an, gehst du da wahrscheinlich nicht hin, oder? Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht. Jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Kannst du das irgendwie da angeln oder so? Nee, okay, also es interessiert dich auch nicht sonderlich. Was ich auch verstehen kann, betrachte den Spiegel. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Ach so, natürlich. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Ach Gott, bitte. Okay, das war's also. Damit können wir nichts weitermachen. Betrachte den Schädel. Welchen von den 10.000? Hier hängen eine Menge Schädel herum. Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Eine Pfeilspitze aus Stein hat den Schädel durchschlagen. Ich nehme sie mit. Okay, die können wir doch jetzt bestimmt irgendwie hier dran basteln. Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Okay, haben wir damit etwa schon die erste Disziplin hier mit dem Geschicklichkeitsgedöns so und so? Können wir das jetzt antreten quasi? Ein schöner, selbstgebastelter Pfeil. Hast du wohl recht. Oh, hier haben wir noch ein paar Helme. Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Eine beeindruckende Sammlung, aber... Sie durfte mir nicht weiterhelfen. Okay, verlasse das Held. Oh, was haben wir hier unten noch? Ah, der kann da nicht hingehen, ne? Irgendwas blinkt hier gerade auf. Seht ihr das? Aber man kann damit offensichtlich nichts machen. Okay, ich quatsch noch mal Wilbur eben an. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Ach ja, genau. So, dann gehen wir mal hier wieder raus. Okay, so. Ich würde sagen, wir reden jetzt mal hier vorne mit den Leuten. Erstmal mit ihr und dann mit ihm. Falls ihr es tapseln hört, ist mein Hundi. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Nö. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Ich doch. Okay, dann reden wir mal mit ihmchen. Also, wie läuft das mit den Wettkämpfen? Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Oh, schon wieder Arm drücken? Nein, ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. Ihr stoßt euer Sportgerät, den Zwerg, so weit wie ihr nur könnt. Wer ihn weiterstößt, hat gewonnen. Dieser Baumstamm da, ist der Zwerg? Korrekt. Ein sehr guter Versuch. Zwölf Fuß. Hervorragend. Das kann nicht so schwer sein. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet, die ehrenvolle Masas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Von mir aus. Her mit dem Zwerg. Oh oh. Was müssen wir jetzt wieder drücken, falls wir was drücken müssen? Der kriegt das wahrscheinlich nicht mehr angehoben, ne? Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht.
Dann hat der Führende gewonnen. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Bescheißen, was das Zeug hält. Ja, super, aber was bringt uns das jetzt? Das Ding wiegt mindestens eine Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Tja, und wir haben nur diesen blöden, selbstgebastelten Pfeil hier irgendwie. Betrachte das Maßband. Können wir das manipulieren? Etliche zusammengeknotete Socken. Sonst gibt es immer Streit, wessen Füße als Messgrundlage dienen sollen. Einige Händler in Pockmore haben extra Angestellte mit besonders großen und mit besonders kleinen Füßen. Je nachdem, ob sie Waren ein- oder verkaufen, werden dann mal die einen und mal die anderen genommen. Sehr schön. Irgendwie muss ich den 12-Fuß-Stoß von Massas überbieten. Irgendwie muss ich den 12... Okay. Wir müssen bestimmt mit dem Händler quatschen. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Wie viele Disziplinen muss ich gewinnen? Was kannst du mir zu der ersten Prüfung sagen? Ist das dein Zelt dorthin? Ja, wir fangen mal von oben an. Muss ich Massas in 2 von 3 Disziplinen schlagen, um den Wettkampf zu gewinnen? Wenn du 2 von 3 Disziplinen gewinnst, gehört dir der Preis zu 2 Dritteln. Massas kann sich aussuchen, welches Drittel sie behält. Großartig. Das ist ja toll. Wer garantiert mir, dass Massas uns gehen lässt, sobald ich gewonnen habe? Niemand. Solange der Wettkampf läuft, schützt dich unsere Tradition und die Ehre der Krieger. Und sobald der Wettkampf vorüber ist? Heißt es Kriegerin gegen Weichei. Dieser Zwerg ist verdammt schwer. Das ist ein geprüfter Standardzwerg, wie er überall im kommerziellen Zwergenweitwurf benutzt wird. In den anarchischen Gründungszeiten der Sportart gab es immer wieder Probleme mit den Sportgeräten. Die Zwerge wehrten sich oder waren so betrunken, dass sie schlecht in der Luft lagen. Aha. Und natürlich war es schwierig, 2 gleich große und gleich schwere Zwerge zu finden, um faire Wettkampfbedingungen zu gewährleisten. Deswegen gibt es heute den standardisierten Normzwerg. Deine Weite ist daher mit der von Massas problemlos zu vergleichen. Du liegst hinten. Wegen meines ersten Versuchs. Kein Problem. Du hast beliebig viele Versuche. Du musst einfach nur bis zum Sonnenuntergang von einem kleinen Mädchen mit Zöpfen zum Mann werden. Einige meiner besten Freundinnen sind Mädchen. Das Zelt, in dem Wilbo hängt, ist deins, oder? Allerdings. Und lass ja die Finger von meinen Sachen, verstanden? Mich interessieren nur der Gnom und die Kiste, die er bei sich hatte. Den Gnom bekommst du, solltest du den Wettkampf gewinnen. Aber die Kiste bleibt hier. Ich habe sie gefunden. Wilbur hatte sie bei sich. Und genau da habe ich sie gefunden. Tja, das war ja klar. Bis später dann. Auf bald, Krieger. So, ich nehme mal ganz stark an, dass wir, wie gesagt, zu dem Händler müssen. Der hat doch vielleicht irgendwie ein Maßband bei sich. Oh, hier ist gerade so ein schöner kleiner Grafikfehler gewesen. Guten Tag. Moin. Servus. So, hast du Stärkungselixiere im Angebot? Ich müsste meine Muskeln ein wenig auf Vordermann bringen. Hast du Stärkungselixiere? Es gibt strenge Dopingvorschriften bei Kriegerwettkämpfen. Ja? Und? Ach, ist doch egal. Ich habe nicht einmal mehr einen lächerlichen Mana-Trank. Schade. Mist. Ich müsste meine Mu- Es gibt streng... Ja? Schade. Okay, also ich dachte, ehrlich gesagt, der hat ein Maßband und man könnte vielleicht mit dem Maßband irgendwie betrügen. Betrachte die Pfanne. Kann man das jetzt auch wieder... Die Pfanne sieht noch recht gut aus. Auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Okay, drehe die Pfanne. Warum kann man hier alles drehen? Was hat es damit bloß auf sich? Vor allem in 3000 verschiedenen Richtungen. Sowas macht mich ja immer ganz kirre. Weil das kann man ja irgendwie auch drehen. Ich weiß nicht, wozu das sein soll. Das hat vielleicht hinterher was mit einer anderen Disziplin zu tun, kann ich mir noch vorstellen. Gut. Ach, ob Wilbo uns irgendwie helfen kann, aber wie? Hängt ja da eh nur rum. Und Nate redet ja auch nicht mit ihm, ne?
Ich sollte ihn schleunigst bitten. Ich kann. So, okay, da kommen wir auch nicht hin, wegen des Bannkreises. Und hier mit dem komischen. Ach, hier kann man noch, haben wir noch einen Schildpanzer, kann man bestimmt auch drehen. Das Schild einer Galearen-Panzerkröte. Das sind mannshohe Riesenkröten, die hervorragende Rüstungen und Schilde bauen. Ja, drehe den Panzer, wunderbar. Ja, wir gehen mal jetzt hier wieder hinaus zu den beiden. Den Baum können wir uns noch mal angucken, warum auch immer. Vielleicht kann er da sich noch ein Zweig... Der Baum hat seine Schuldigkeit getan. Ich habe einen Ast und für mehr ist er wohl nicht gut. Okay, da können wir nichts mehr machen. Können uns die Termiten irgendwie helfen? Ich bin so verzweifelt, ich rede mit Termiten. Hey, ihr da. Ah, das Säugetier. Ah, könnt ihr mir beim Zwergenweitwurf helfen? Ihr kennt euch doch mit Holz aus. Warum ist dieser Zwergholzstamm so schwer? Ein unsichtbarer Zauberer drückt ihn zum Boden. Das glaube ich nicht. Was erwartest du? Das Ding ist ein massiver Holzstamm. Die sind immer schwer. Könnt ihr den Stamm nicht vielleicht aushöhlen? Klar könnten wir. Aber was bekommen wir dafür? Was wollt ihr denn? Ein Brett? 1784? Chateau Latif. Was ist das? Holz, das im Jahre 1784 zu Weinfässern, Schränken und Särgen verarbeitet wurde. 1784 war ein außergewöhnlich guter Holzjahrgang. Verarscht ihr mich? Wo soll ich sowas finden? Dein Problem. Könntet ihr nicht bitte einfach so den Zwerg aushöhlen? Da bist du an der falschen Adresse, Affe. Sehen wir aus wie Holzwurm-Sozialistenpack? Schlimmer. Ja, super. Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Tja. Möchtet ihr hier? Nein, möchtet ihr wahrscheinlich nicht. Ich habe ehrlich gesagt Angst, das Lager zu verlassen. Ich weiß nämlich nicht, weil ich hatte ja gesagt, man wird dann disqualifiziert. Bei dem Gewicht kann ich den Zwerg niemals 12 Fuß weit stoßen. Ja. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Richtig. Ich probiere nochmal mein Glück, aber ich glaube... Hey, ihr da. Ah, das... So. Könntet ihr nicht... Da bist du an der... Nein, ihr seid kein Sozialistenpack. So. Ich muss weiter. Bis bald, ab. Wie kommen wir denn jetzt an das Holz für die ran? Oder ist das einfach nur Schwachsinn, was die da reden? Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? So, okay, ich dachte, ich könnte es einfach nochmal probieren, aber offensichtlich Hallo, nicht. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Ich doch. Okay, ich... Probier jetzt doch mal einfach rauszugehen. Mal gucken, was dann passiert. Nein, verlasse das Orklager. Wenn ich da rausspaziere, werde ich disqualifiziert und Massas hat den Wettkampf gewonnen. Das wäre Wilburs Tod und meiner. Okay, gut. Kann ich ihm hier den Pfeil zeigen? Nein, kann ich nicht. Ich kann hier auch nichts weiter großartig machen. Wir haben hier mit den Termiten gesprochen. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Maßband. Können wir das Maßband irgendwie uns hier angeln oder sowas? Nee, können wir nicht. Mit dem können wir auch nicht großartig weiterreden. Geh nochmal hier rüber, bitte. Geh in den hinteren Teil des Lagers. Ja, hier haben wir offensichtlich auch nichts mehr. Und hier haben wir diese ganzen Dinger, die wir irgendwie drehen können, von denen ich aber mal davon ausgehe, dass sie uns noch nichts bringen. Eine Zielscheibe. Können wir hier mit dem Pfeil irgendwas machen? Nö. Geht's da hinten noch weiter? Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. Der Krämer. Moin. Ja, Servus. Der... Genug geredet. Ich habe. Der kann uns irgendwie auch nicht wirklich weiterhelfen. Das ist ja irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, ne? Können wir hier wieder am Wok rumhantieren irgendwie? Am Schild, ja, da drinnen bringt es irgendwie auch nichts. Okay, oh, jetzt habe ich voll erschrocken. Entschuldigung? Der haut einfach ab. Okay, was hat er da hingelegt? Betrachtet das Holzbrett. Oh, vielleicht ist das ja hier von 1784 oder was das für ein Jahrgang war. Was ist das? Ein Brett und ein Zettel. Der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Da steht,
Ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht. Verdächtig. Allerdings, hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Okay, ja, finde ich auch gerade sehr merkwürdig, aber der Henker ist vielleicht irgendjemand, den wir kennen. Ein Brett, das im Jahre 1784 in einem Chateau verbaut wurde. Ich finde es immer noch höchst verdächtig, dass ausgerechnet so ein Brett einfach hier rumliegt. Ich auch, aber wir sollten das Ganze jetzt einfach mal nutzen, um das den Termiten zu zeigen, die dann hoffentlich uns bei der ersten Disziplin helfen können. So, mal gucken, ob das jetzt irgendwas bringt, wenn wir denen hier das Holzbrett irgendwie zeigen. Hier, euer Chateau Dingsbrett. Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Oh, das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnom befreien können. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs, bring uns zum Zwerg King Kong. Du bist so ein... Klappe, ich habe alles unter Kontrolle. Ja, gut. Holzbrett mit Termiten. Da haben sich einige Dutzend Termiten ins Holz verbissen. Okay, können wir das jetzt da irgendwie dran heften, wie auch immer? Die sehen das auch alles gar nicht, die kriegen Jungs, das nicht mit. Es gibt Arbeit. In Ordnung. Los, Männer, Angriff! Das sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. Okay, stoße ein zweites Mal, na mal sehen. Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig. Wir sind bereit. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Wir werden das ausmessen. Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß. Der Mensch hat gewonnen. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes. Und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit 1,5 Fuß gewonnen. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Du warst auch gut. Für eine Frau. Glück muss man haben. Okay, gut. Dann hätten wir das also tatsächlich hingekriegt, die erste Probe. Eine Traumweite. Hoffentlich schauen sich mal Sass und der Häuptling das Ding nicht genauer an, bis ich weit, weit weg bin. Das will ich für dich auch hoffen. Gut, dann sind die jetzt rübergelaufen zum nächsten. Oh, Pfeil und Bogen lässt hier auf uns warten. Sie stinksauer. Sie vermutet Betrug, aber die Socken beweisen das Gegenteil. Hallo, Sonnenschein. Verschwind! Ich doch! Okay, das kennen wir ja schon. Rede mit dem Ork-Häuptling. Ja, mal gucken, wie er uns jetzt hier das Spiel erklärt. Hoffe ich zumindest, dass er uns das erklärt. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Zehn Punkte für Masas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel.
Ja, immerhin haben wir ja schon mal den Pfeil, das ist ja schon mal was. Und ich würde sagen, um den Rest kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.